So, und weiter geht's mit Brothers, A Tale of Two Sons. So. Wir waren stehen geblieben bei den Hasen. Die waren hier unten. Mal schauen, ob der immer noch schwarz ist. Nö. Ist ja langweilig. Dann müssen wir ihn halt nochmal schwarz machen. So. Tschum, tschum, tschum. So, jetzt bist du auch schwarz. So, jetzt mögen dich die anderen auch. Juhu! So, okay, und weiter. Okay. Ups, sorry. Ja. Ja. Wir haben ja gerade gemerkt, die Brücke geht sofort wieder hoch. Dann brauchen wir wohl jemand anders, der das Rad antreibt. Nehmen wir halt einfach ein Schaf. Ja, geht immer raus. Und dann lassen wir mal das Schaf da rein. So. Und dann können wir nämlich auch rüber. Juhu. Und weiter. Immer straightforward. Ah, da unten ist der Hund. Schon cool, dass sie das alles noch so sehen. Haben sie gut gemacht. Muss man ihn lassen. Oh. Das ist böse. Aber es ist richtig cool mit der Sicht. Das ist richtig, richtig genial umgesetzt. Wirklich Hammer. Richtig, richtig gut. Ich sehe den Hund aber gar nicht. Gerade eben hat man noch gesehen. Oh. Was ist denn mit dem los? Wieso weinst du? Oh. Da fehlt jemand. Hallo. Hallo. Weißt du, wo wir das finden? Ja, da hinten irgendwo. Ich kann euch helfen, kommt mit. Sollen wir das wirklich? Ja, wieso nicht? Okay. Na dann. Helf uns mal. Was sollen wir hier machen? Erstmal im Kreis rennen. Ja, ich auch noch. Danke. Jetzt hier weiter? Oder muss der uns wieder helfen? Ich glaube, er muss uns helfen. Ah, ja, ja. Hey, nein! Atta! Dahin? Okay. Hm, geht nicht. So, mich auch noch. Festhalten, immer schön die Taste drücken. Ja, du wartest mal kurz noch auf mich. So. Und da sind wir auch schon. Wow. Hier oben.
So, wieder den kleinen rechts hin, damit es zu keinen Verwirrungen kommt. Okay, und ich glaube, hier müssen wir wieder kurz warten auf unseren Freund. Da ist er ja. Hallo. So. Oh. Hast du uns eine Brücke? Ist ja nett. Danke. Er ist echt nett, der Große. So, hochklettern. Hui. So, der Kleine auch noch. So, und jetzt kommen wir wieder nicht weiter. Erstmal warten. Da kommt er ja schon. Der ist echt nett. Richtig, richtig nett. Danke. Dum, dum, dum. Zum Glück hat er so fette Pilze auf dem Rücken. Da kann man sich schön festhalten. Ja, ich komm doch schon. Kein Stress. Bin doch schon da. Ich glaube, wir müssen wieder warten. Aber ist ganz cool. Auch die Schatten sind richtig cool. Das passt einfach. Ist richtig gut. Hallo. Oh, aus dem Weg. So. Danke. Danke. Hui! Ah, sehr gut. Der hat sich sogar direkt festgehalten. Kleiner ist gut. Der ist mutig. Aber wahrscheinlich tut es dem eh nicht so weh, da mal eben kurz. So. Da ein bisschen runterzufallen. Der ist ja ziemlich massiv. Würde ich es jetzt mal nennen. Und dann hoch hier. Ja, du kannst hier hoch. Und da ist der Nette ja schon wieder. So, was machen wir jetzt? Erstmal kurz. War. Ups. Schmetterlinge. Erstmal wieder im Kreis rennen. So. Und jetzt? Oh. Und was machen wir jetzt? Oh oh. Wow. Aber es hat. Wir haben es überstanden. Danke. Sehr, sehr nett. Richtig nett. Ich glaube, der findet es auch schön, dass er mal wieder Leute gefunden hat, die ihm helfen. So, wieder festhalten, rüberschwimmen. Kennen wir ja, weil der Kleine hat ja Angst vor Wasser. Wissen wir ja. Der. Ja, wir haben es geschafft. Alles gut überstanden. Okay. Ja, wir gehen doch schon durch. Ist aber eng hier. Passt du da auch durch? Und wir sind auf der anderen Seite. Und wo ist unser Freund? Ist er nicht da? Muss aber wiederkommen, der war cool. Er hat uns geholfen. Okay, Gitter. Ah, da kann man hier wieder kurbeln, damit der Große auch durch kann. Danke. So, was gibt's denn hier? Erstmal anschauen und chillen und ausruhen. Ja. So.
Okay, genug geschaut. Lasst uns weitergehen. So, gibt's, nein, da gibt's nichts mehr. Auf zum Wasserrad. Bah, ich laufe schon wieder mit dem falschen Stick, mit dem falschen Tipp. Nicht so gut. Oh, da können wir uns festhalten. So, erstmal der Kleine. So, plumps. Und dann der Große. Plumps. Die sind schon mutig, die beiden. Hui! Und hochklettern. So, und weiter. Immer schön springen. So. Oh. Okay. Was können wir da machen? Okay, erstmal nichts. Laufen wir mal weiter. Ah, ich glaube, hier oben müssen wir was damit machen. Ja, das können wir tragen. Wir können ja nicht überall lang. Schauen wir mal, ob man da oben durchkommt. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Ah, genau. Es ist ja alles so geplant, dass es schaffbar ist. Und hier wieder Richtungswechsel. So, der Große darf jetzt rückwärts laufen. Und hier schön vorbei. Und da ums Eck rum. So. Und dann können wir nämlich dieses Wasserrad wahrscheinlich anhalten. Das da reinlegen in die Zahnräder. Das sieht ziemlich perfekt dafür aus. So. Ja. Und. Ja. Da hat's blockiert. Perfekt. Aber beeilen wir uns nicht, dass es noch rausgeht wieder. Wäre ja ein bisschen kacke. Und wir gehen weiter. Was bewirkt denn das? Kann das hier schieben? Drehen. Und da rein. Was passiert jetzt? Ah, okay. Geht das auf der anderen Seite auch? Ups. Ja, drehen. Drehen. Und dahin. Sehr schön. Und da haben wir unsere Brücke. Aber ich finde, die Atmosphäre hier ist auch einfach geil. Diese Schluchten. Es ist alles so durchdacht. Richtig, richtig genial. Wir springen. Springen. So, mal schauen, wo wir jetzt sind. Das nächste Wasserrad. Da. Erstmal rüberspringen. Ah, da darf der Große wieder dem Kleinen hochhelfen. Ja, komm. Da oben. Okay. Ah. Schauen wir mal hier hoch. Können wir da vielleicht das Wasserrad anhalten? Ups. Hab mich natürlich nicht festgehalten. Ja, das sieht doch. Ups. Das sieht doch gut aus. Dann können wir schnell hochklettern und wieder loslassen. Ah, das ist das gleiche Wasserrad. Wir sind von da hinten gekommen. Das ist schon cool, wie man auch immer die alten Sachen nochmal sieht. So, weiter. Oh, da unten. Unten arbeiten sie. Das sind lauter so wie der andere. Oder hat's ein Fische? Lass uns mal nachschauen. Jetzt mag er Wasser. Ja, aber es ist ja nicht tief, da kann man nicht ertrinken. Aber das Wasser sieht auch richtig cool aus. Das muss man ihn schon lassen. Okay.
Dann schauen wir mal weiter, was uns hier noch so erwartet. Nochmal so eins, wenn ich schieben darf. Ja, jeder muss da natürlich auf seine Seite, sonst geht das natürlich nicht. Oh. Halte dich fest. Ja, komm, halte dich fest. Sehr schön. Oh, ich brauche auch noch einen. Ja, da hängst du. Okay, dann schauen wir mal weiter, wo uns das hinführt. Okay, ich glaube, wir sollten hier loslassen mit dem Großen. Gut, nicht mit dem Falschen losgelassen. Und erstmal dem Kleinen wieder hochhelfen. Hui! So. Ah, da können wir kurbeln, dann können wir wahrscheinlich da das Tor aufmachen. Ah, okay, das geht wieder zu. Wir müssen das aufhalten. So, schnapp ihn dir. Ah, da können wir das Ganze nochmal machen. So, und weiter. Weil sonst gehen wir ja zu weit auseinander, das wäre ja nicht gut. Aber die beiden brauchen sich ja, die kommen ja nicht alleine klar. Was passiert denn da? Ah, wahrscheinlich können wir hier den. Ja. Genau, können wir ihm rüberhelfen. Muss ja auch sein. Und dann darf er hier weiter. Und du musst da hinten ganz schnell kurbeln. Nicht, dass dein Bruder da festhängt und dann runterfällt, wäre ja nicht gut. Immer schön kurbeln, kurbeln, kurbeln. Okay, er ist durch. Gut. Und dann helfe ich dir auch gleich wieder rüber. So. Erstmal hier, damit du auch hinkommst. Ja. So. Ups, falsche Richtung. Tut mir leid. Die sind schon echt mutig. Gerade der Kleine, dass der sich sowas zutraut. Respekt, wenn er so Angst vor Wasser hat, dass er sich das zutraut. Wirklich, wirklich gut. Lobenswert. So, hui. Ich mag das. Die Atmosphäre. Es wirkt alles richtig, richtig gut. Ihr seht es ja rechts oben immer. Wir haben recht viele Speicherpunkte sogar. Aber es wäre auch irgendwie seltsam ohne, weil wenn man zu viel neu machen muss, hält diesen Storyfluss auf. Und der ist echt wirklich, wirklich wichtig, finde ich, in dem Spiel. Okay, die Rätsel nochmal machen ist gar nicht schlecht, weil dann muss ich noch mehr damit auseinandersetzt. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass nicht zu viele, also nicht zu wenig Speicherpunkte da sind, weil man sonst einfach zu wenig von der Story dafür mitkriegen würde. Und das, glaube ich, fehlen würde. Wow. Hilfe. Wow. Echt instabil. Geil. Achterbahn. Juhu. Ah, geil. Ah, Hilfe. Rennt! Rennt!
Ist das? Hallo. Warum bist du eingesperrt? Das Schloss. Der hat den Schlüssel. Dann müssen wir den wohl beschaffen, damit du zu deinem Freund wiederkommst. Was macht der Schalter? Ah, den kannst du ja nicht bedienen. Ah, der macht das Schloss auf. Okay. Aber das geht ja, das Tor auf, aber das geht ja nicht. So. Na dann zwäng dich mal hier durch. Nicht durch die Knochenhaufen, sonst ist es zu laut. Sonst kriegt er ja was mit. So. Schlüssel haben wir. Nicht fallen lassen. Und wieder nicht durch die Knochenhaufen. So, wir sind drin. So, dann gehst du gleich hoch zum Schalter, damit er nicht rechtzeitig noch was mitkriegt. Geh hoch und betätig den Schalter. So, da haben wir dich draußen. Das ist doch schon mal was. Tschüss. Gehst du einfach so, ohne Tschüss zu sagen? Aber okay, verständlich, wenn man dich da gefangen gehalten hat. Das ist echt böse. Hey, Maro! Nein. Nein, er hat was mitgekriegt. Ah. Hilfe! Geh du ran. Hilfe. Wieder rein. Wieder rein. Wow. Okay. Komm, hier. Hallo. Komm mit. Wir sperren dich jetzt ein. Bist du blöd genug? Nein, nicht. Komm hier rein. Komm, hallo. Komm, hier. Hey! Nein! Ja. Aua. Nicht gut. So, ich probiere das Ganze nochmal. Komm mit rein hier, komm. Komm her. Da. So, haben wir dich eingesperrt. Juhu. Aha. Ah, da kommt sie ja wieder. Gut. Danke. Kommt her. Okay. Tja. Ja, wir gehen ja schon weiter. Ja, kletter hoch. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Morgen dann die nächste Folge. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Und ja, das wär's dann erstmal. Danke fürs Zuschauen. Liked doch das Video, kommentiert's, hilft uns weiter und wir würden uns natürlich tierisch freuen. Und ansonsten bleibt wie immer nur zu sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.